Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WhatsApp Puff. Hallo Walter. Guten Tag, Martin. Geht es dir gut? Danke, mir geht es sehr gut. Schön, dann lass uns mit einem Gebet beginnen. Unser himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du unseren Verstand erleuchtest und uns bei diesem Gespräch mit deinem Heiligen Geist segnest. Wir danken dir dafür, dass du uns das ermöglichst. In Jesu Namen, Amen. Amen. Martin. Wir leben in den letzten Tagen. Ich denke auch, dass wir rasch auf den Höhepunkt der Zeitalter zusteuern. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Themen rund um das Ende der Gnadenszeit verstehen. Auch den Spätregen und alles, was dazugehört. Ja. Wir hatten jetzt zwei Folgen hintereinander, in denen wir aktuelle Ereignisse besprachen und uns die Themen in den Nachrichten ansahen, der Krieg in der Ukraine, Russland, all diese Dinge. Aber wir wollen immer sicherstellen, dass wir unseren festen spirituellen Stand nicht verlieren. Richtig? Also wollen wir uns das Johannesevangelium betrachten. Vor vielen Jahren, so lange auch nicht. Vor vier oder fünf Jahren, wie die Zeit doch verfliegt, yeah. hielt ich eine Predigt mit dem Titel Nur für eure Ohren. Und wir wollen uns ansehen, was das bezüglich des Johannesevangeliums genau genommen beinhaltet. Aber bevor wir damit anfangen, lass uns über die Bedeutung der Jünger und über die Botschaft, die sie brachten, sprechen. Ich weiß nicht, Martin, ob sich jeder dessen bewusst ist, aber ursprünglich war die Reihenfolge der Bücher im Neuen Testament nicht die gleiche wie heute. Wenn man seine Bibel nimmt und sich das Neue Testament betrachtet, dann hat man eine bestimmte Reihenfolge. Man hat die Evangelien, dann die Apostelgeschichte und Heute fängt man dann sofort mit den Schriften von Paulus an und ziemlich am Ende hat man die Briefe von Jakobus und Petrus und die Briefe von Johannes und Judas. Ursprünglich waren die nicht am Ende. Sie kamen gleich nach der Apostelgeschichte. Ja. Warum genau das geändert wurde, ist etwas rätselhaft. Aber die ursprüngliche Reihenfolge ist tatsächlich ziemlich bedeutungsvoll. Nicht, dass dadurch der Inhalt des Wortes Gottes verändert wird, aber es verändert, nun, wie soll ich das ausdrücken? Nun, es verändert die Gedanken und Überlegungen, denn Paulus ist der Theologe der die Typologien hervorholt. Mhm. Aber die Ältesten, Jakobus und Johannes und Petrus, waren im Grunde diejenigen, die die Richtlinien gaben, wie Dinge zukünftig verstanden werden sollten. Und sie waren gleich da, nachdem Jesus in den Himmel gefahren war. Richtig. Und Paulus kam später, dreieinhalb Jahre später. Ja, dreieinhalb Jahre später. Also war das die Botschaft für die Kirche. Ja. Wenn wir uns die ursprüngliche Reihenfolge der Bücher im Neuen Testament ansehen, wurde das Neue Testament ursprünglich von den Aposteln Paulus, Petrus und Johannes kanonisiert. Das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt, denn die Leute denken, dass irgendeine Kirche es zusammengestellt hat. Oder dass die katholische Kirche uns die Reihenfolge und all das gab. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein als das. Lange bevor es eine katholische Kirche gab, gab es einen Apostel Paulus, Petrus und Johannes. Und sie stellten den Kanon des Neuen Testaments zusammen. Da wurden die generellen Briefe hinter die Apostelgeschichte gesetzt und vor den Römerbrief. Diese generellen Briefe beziehen sich auf die Schriften von Petrus, Johannes, Jakobus und Judas. Der Jakobusbrief, der erste und zweite Petrusbrief, der erste, zweite und dritte Johannesbrief und der Judasbrief folgten also direkt auf das Buch Apostelgeschichte. Der byzantinische Text folgt immer noch dieser Reihenfolge. Das ist schon interessant. Es verändert das Wort Gottes nicht. Es verändert einfach deine Geisteshaltung hinsichtlich dessen, wie du darauf vorbereitet bist auf das, was als nächstes kommt. Richtig. Es ist so, wie wenn man ein Buch liest, einen Roman. Du fängst in der Mitte an, machst am Anfang weiter und dann am Ende. Irgendwie kann man sich schon ein Bild davon machen, aber es könnte vielleicht deine Haltung etwas verändern. Sehr gut ausgedrückt. Wenn diese Reihenfolge beibehalten worden wäre, gäbe es weniger Verwirrung bezüglich des Themas Gesetz und Gnade. Denn wenn man sofort in Paulus eintaucht, dann kann man verwirrt werden. Und seien wir ehrlich, ich glaube, dass die Welt sehr verwirrt ist. Genau das ist passiert. Das hat das Geschehen bewiesen. Nun, wenn man sich im Grunde genommen die christliche Welt betrachtet, studieren genau genommen nur sehr wenige Menschen die anderen Bücher. Sie studieren hauptsächlich Paulus. Das zeigt dir, dass sie wahrscheinlich verwirrt werden wegen der Art, wie Paulus sich bezüglich des Gesetzes ausdrückt, wenn ihnen die anderen Bücher fehlen. Ja, hätte man zuerst eine sehr eindeutige Aussage von den Aposteln. Und dann die Erklärung und Schriften von Paulus, würde man nicht so leicht das Gesamtbild aus dem Auge verlieren. Eines der Themen, das ganz wichtig ist, ist der Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber. Denn das Gesetz Gottes ist der Standard im Gericht. Ja, und es ist auch der Standard, anhand dessen Sünde definiert wird. Ja weil Sünde die Übertretung des Gesetzes ist. Es gibt keine Regierung auf der Welt, die ihr Rechtssystem nicht auf ein Gesetz stützt. Wenn wir uns die Briefe von Jakobus, Petrus und Johannes ansehen, können wir sehen, dass sie eine sehr wichtige Rolle spielen, diesen Schwerpunkt in den Vordergrund zu stellen. Hier ein paar Beispiele. In Jakobus 1, Vers 25 lesen wir, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Er betont hier also den Gehorsam. Indem sie es so ausdrückten, stellten sie das Gesetz an seinen rechtmäßigen Platz zurück. Denn die Gemeindeleiter zu jener Zeit verdrehten es völlig. Ja. Im Kapitel 2, Ab Vers 9, sagt er: Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Jakobus sagt mit anderen Worten: Hört nicht darauf, was die Leute sagen. Hört nicht darauf, was die Pharisäer sagen, sondern hört darauf, was das Wort Gottes sagt. Seht nicht die Person an. Verkündigung ist wichtig, aber sie hat nur einen Wert, wenn sie mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Ja, so ist es. Denn Menschen können so auf Leute fixiert werden, dass sie, falls diese Leute sie enttäuschen, sie das Baby mitsamt dem Badewasser aus dem Fenster schütten und plötzlich nicht mehr glauben. Nein. Dein Anker muss das Wort Gottes sein. Dein Anker darf kein Martin Smith oder Walter Veit oder wer auch immer da draußen in der Welt sein. Der Anker ist das Wort Gottes. Sollten wir eines Tages völlig abfallen, verändert das das Wort Gottes nicht, im geringsten. Überhaupt nicht. Das gleiche gilt, wie wir immer wieder erwähnt haben, für die Kirche. Wenn es in einer Gemeinde Abfall gibt, dann ist nicht notwendigerweise die ganze Kirche abgefallen. Nein, und es verneint auch nicht die Wahrheit. Man soll also nicht eine Person ansehen, sondern vom Gesetz überzeugt werden. Denn man kann leicht ein Übertreter werden, wenn man einer Person nachfolgt, wenn diese Person sehr überzeugend ist. Schau dir nur den Teufel an, wie überzeugend er war, stimmt's? Genau. Ein Drittel der Engel. Auch wenn man dem Geist folgt, es kann völlig in die Irre gehen, wenn dieser Geist nicht mit dem Gesetz übereinstimmt. Das Gesetz und das Zeugnis, das ist die ganze Bibel. Vers 10 sagt, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Martin, lass uns ganz korrekt sein, auf welches Gesetz bezieht er sich hier? Auf die zehn Gebote. Ja, definitiv auf die zehn Gebote. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Weißt du, ich habe oft darüber nachgedacht. Wenn du begehrst, das, was der Teufel im Himmel tat, Fing es mit der Übertretung des zehnten Gebotes an. Er begehrte die Stellung von Christus. Hm? Wenn du begehrst, brichst du das zehnte Gebot. Wenn du diese Stellung begehrst, möchtest du dich genau genommen dorthin setzen. Damit brichst du das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, so ist es. Und das ist eine Art von Götzendienst. Das bricht das zweite Gebot. Das ist eine Lästerung gegen Gott. Das bricht das dritte Gebot. Wenn man dann anfängt sich an der Autorität Gottes zu schaffen macht und die Autorität Gottes in Frage stellt, bricht man das vierte Gebot. So ist es und Gott war sein Vater. Er bricht also das vierte Gebot gleich mit. Schließlich wird man so wüten, dass man tatsächlich sein Elternteil töten will, was Satan am Kreuz tatsächlich tat, er tötete Jesus Christus, richtig? Der sein Schöpfer war. Ja. Also brach er auch das sechste Gebot. Ja. Schuf er auch geistlichen Ehebruch? Brach er also auch das siebte Gebot? Ja. War er ein Lügner und ein Dieb? Von Anfang an. Er brach also das achte und neunte ebenfalls. So ist es. Man beginnt mit dem zehnten und bricht sie alle. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Dieser Brief kam gleich nach der Apostelgeschichte. Das gibt die Grundstimmung vor. Wenn man dann Paulus liest, der sagt, dass wir durch Glauben und nicht durch Werke gerettet werden, muss es im Kontext von diesem hier gelesen werden. Genau. Deshalb sagte Luther auch: Jeder, der Jakobus und Paulus miteinander vereinen kann, in dem Sinne, wie sie zusammenpassen, wird verstehen, wie Gnade funktioniert. Ja. Das ist sehr wichtig und Deshalb ist es ziemlich traurig, dass die Reihenfolge verändert wurde. Ja. Jakobus 4, Vers 11. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Das ist auch ein interessanter Vers. Du kannst so ein kleinlicher Eiferer des Gesetzes werden, so wie es die Pharisäer waren, dass man sich zum Richter aufspielt. Du fängst an, deine Brüder und Schwestern anzuschauen und zu sagen, hm, sie sind Gesetzbrecher. Aber wir alle haben doch unsere Schwächen, stimmt's. Und wenn wir ganz strenge Definitionen haben, die sich nicht notwendigerweise auf Gottes Wort stützen, sondern auf unsere Meinung, so wie sie die Freiseher hatten, wird jeder, der etwas nicht genauso wie du machst, ein Gesetzbrecher. Überlassen wir das Urteil also Gott? Ja. Der Kobus zeigt hier eine sehr ausgewogene Sichtweise. Wenn wir zu Petrus gehen, der auch schon von Anfang an dabei war, heißt es in 1. Petrus 4, Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Gehorsam war also wichtig für Petrus. Oh, definitiv. Und er sagte, es fängt bei mir an. Dann kommt dieser Vers, den die meisten Leute lieber nicht in der Bibel hätten. Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Anders gesagt, sei vorsichtig. Ja. Sei nicht überheblich und denke: Ach, ich stehe auf heiligem Grund, es passt schon. Hm. Dieses Wort Vermessenheit. 2. Petrus 1 Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln im Gottesfrucht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend Beinhaltet das ein verändertes Leben? Ja, ich kann nur verkünden, dass ich verändert bin. Die Werke und Früchte müssen folgen. Das heißt also, dass du nicht sagen kannst, Jesus hat alles bezahlt. Ich schulde ihm alles, für mich bleibt nichts mehr zu tun, als mich zu entspannen. Stimmt's? Nein, man ist nicht nur zur Herrlichkeit berufen, was der Charakter und die Gerechtigkeit Christi ist, man ist auch zur Tugend berufen. Mach etwas. 2. Petrus 2, Vers 21. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von den ihnen überlieferten heiligen Geboten. Das ist ziemlich gerade heraus. Ja, das kann man nicht verdrehen. Nein. Das heißt also, dass es besser wäre, die Gerechtigkeit nie gekannt zu haben, als dem den Rücken zu kehren was über den Gehorsam überliefert wurde und all diesen Dingen und der Tugend den Rücken zu kehren. Aber die Bibel ist interessant. Könnte man jetzt nicht sagen, dass es besser wäre, nicht zu evangelisieren? Denn wenn Sie nie gewusst hätten, wären Sie gerettet? <laughs> ja, aber wenn Sie es nie gewusst hätten, wären Sie wahrscheinlich oder mit größter Wahrscheinlichkeit verloren. Aber es gibt auch einen Vers in der Bibel, der besagt, wenn du es ihnen nicht sagst, wird ihr Blut über dich kommen. Das ist sehr interessant. Es gibt auch eine Aussage im Geist der Weissagung, fast aber nicht völlig gerettet, ist nicht fast, sondern völlig verloren. Das ist doch sehr gut ausgedrückt. Gehen wir zu Johannes. Schauen wir zuerst in Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 21. Und hier spricht Jesus. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist eine Verheißung. Wenn man also möchte, dass Jesus sich offenbart, seine Prinzipien bekannt macht, dann sollte man doch besser die Gebote halten, stimmt's? Dabei ist es auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass er derjenige ist, der uns befähigt, seine Gebote zu halten. Und dann kann er sich offenbaren. Ja. Hören wir jetzt einmal die Worte von Johannes selber aus dem ersten Johannesbrief. Wer sagt: Ich habe ihn erkannt und hält auch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Martin, wenn du nun die Bibel in ihrer ursprünglichen Reihenfolge gelesen hättest und dir diese Dinge begegnen, wärst du dann verwirrt, wenn Paulus sagt, dass du nicht durch das Gesetz, sondern aus Gnade gerettet bist? Nein, denn jetzt weiß man schon, so wichtig ist das Gesetz. Wenn man nun Paulus hört, der uns sagt, lass es nicht zu einem rein menschlichen Handeln werden, das Gesetz zu halten. Es muss ein Handeln sein, das Gott offenbart. Richtig. Gehen wir zum Judasbrief, der anschließend kam. Geliebte, dass mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Kann man also die Gnade Gottes zu etwas Verdammenswerten verändern? Leider machen die Leute das so. Sie verändern sie sehr wohl zur Verdammung. Ja, das waren also die Bücher, die direkt auf das Evangelium folgten. Und sie sind ziemlich deutlich. Lass uns zum Johannesevangelium gehen. Denn ich finde das Johannesevangelium so faszinierend. Das hier. Kann es vielleicht ein wenig zusammenfassen? Das Johannesevangelium ist nicht wie die synoptischen Evangelien. Die Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas sind die synoptischen Evangelien, die im Grunde Augenzeugenberichte mit etwas Geschichte von Dingen sind, die sich zutrugen. Viele der Lehren Jesu und was er tat, werden von drei zeugen gestützt durch zweier oder dreier zeugen mund soll jedes wort bestätigt werden stimmt's? aber das johannesevangelium ist völlig anders. es beschäftigt sich weitgehend mit der letzten woche von jesus auf dieser erde und enthält viele abschnitte, die von den anderen evangeliumsschreibern nicht erwähnt werden. Im Johannesevangelium werden keine Gleichnisse weitergegeben. Das in sich ist schon interessant, oder? Es berichtet von sieben Wundern Jesu, von denen nur zwei in den anderen Evangelium auch erwähnt werden. Die Speisung der 5000 und das Laufen auf dem Wasser. Das ist doch interessant. Die Wunder, von denen Johannes berichtet, bezeugen in einem besonderen Sinn die Göttlichkeit Jesu. Das Johannesevangelium setzt einen anderen Schwerpunkt. Es betont die Göttlichkeit Jesu und hat eine ganz bestimmte Botschaft für diejenigen, die den damaligen Regen empfingen und folglich auch den Spätregen. Wasser zu Wein spricht von einer speziellen Reinigung. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte in der Bibel. Denn viele Leute verwenden die Tatsache, dass er Wasser zu Wein verwandelte als Lizenz dafür, sich alkoholische Getränke einzuverleiben, womit es überhaupt nichts zu tun hat. Genau. Denn das Wasser, das sie verwendeten, wurde in große Gefäße für die Reinigung gefüllt, womit sie zeremonielle Reinigung vornahmen. Das Waschen der Hände und Füße. Eine zeremonielle Reinigung war. Dieses Wasser verwendete er. Diese Steinkrüge standen draußen und hatten Hähne für das Waschen der Füße. Diese ließ er auffüllen und verwandelte das in Wein. Es repräsentierte sein Blut. So ist es. Im Grunde drückt er damit aus, dass es eine höhere Reinigung geben wird als die Reinigung mit diesem Wasser. Ja. Und wenn du diese höhere Reinigung nicht verinnerlichst, Hast du keinen Anteil an ihm? Es ist ein brillantes Wunder, das aber auch auf eine banale Ebene heruntergebracht werden kann, wenn man die Typologie ignoriert. Und wenn man Logik walten lässt und ein bisschen nachforscht, sieht man, dass diese Krüge ungefähr 800 Liter Wasser fasten. Ja. Wenn nun Jesus im letzten Teil der Hochzeit 800 Liter Wasser zu Wein verwandelt hätte, und das für eine Hochzeit, glaube ich nicht, dass er so wirken würde. Nein. Es war definitiv nicht vergoren, denn vergorener Wein mit Hefe wäre ein Symbol für die Sünde. Fermentation wurde als Symbol für die Sünde benutzt. All diese Dinge müssen im Kontext verstanden werden. Die Speisung der 5000 umfasst die Menschheit. Das ist ein sehr wichtiges Wunder, das dort berichtet wird. Er speiste sie mit dem Brot des Lebens. Es war ein Symbol für das Brot des Lebens, ein Symbol für sich selbst. Die Zahl 5 ist die Zahl für den Menschen. Man hat fünf Sinne, das umfasst also die gesamte Menschheit, die mit dem Brot des Lebens gespeist wird. Jesus wandelte auf dem Wasser. Wasser oder das Meer steht für Nationen, Völker und Reiche. Er ist der wahre Meister der See und tatsächlich der Eigentümer des Universums. Er steht über den allgemeinen Naturgesetzen. Er ist ihnen nicht unterworfen. Er steht über ihnen. Das ist Teil seiner Herrschaft, Teil seiner Göttlichkeit. Ja. Seine Göttlichkeit. Dann der Sohn eines königlichen Beamten ist ein Beispiel für unverzagten Glauben an das Wort. Hier war ein königlicher Beamter, der glaubte und sagte, es ist nicht nötig, dass du kommst und in mein Haus gehst. Sprich nur ein Wort und mein Sohn wird gesund. Das ist Glaube ohne jeden Zweifel. Die Art Glauben. Den Er von seinem Volk forderte. Interessanterweise zeigten oft diejenigen, die nicht Teil seines Volkes waren, wie römische Beamte oder Hauptleute, das, was Glauben ausmacht. Paradebeispiele dafür. Ja, sie machten es richtig. Ja, sie verstanden es. Der Gelähmte am Teich Bethesda und die Bewegung des Wassers befasst sich mit allerlei Aberglauben der bekennenden Gläubigen. Wir hatten uns das auch schon betrachtet. Die Heilung des blinden Mannes ist ein Zeugnis für die Kirchenleitung und die Auferweckung des Lazarus krönt sie alle. Darauf legt Johannes im Grunde seinen Schwerpunkt, nämlich die Göttlichkeit Jesu zu zeigen. Es gibt andere Dinge im Johannesevangelium, die wir uns sehr sorgfältig betrachten müssen. Man fragt sich, warum es keine Gleichnisse gibt. In allen synoptischen Evangelien gibt es Gleichnisse, aber warum nicht bei Johannes? Ich denke, es ist deshalb, weil Jesus sagte, dass die Gleichnisse für die Unwissenden sind, aber dass er zu seinem Volk direkt und offen redet. Gleichnisse sind eine brillante Art des Unterrichtens. Man packt etwas in ein Gleichnis, ohne dabei so direkt zu sein, dass es erheblich Bestürzung verursachen würde. Und bringt so die Botschaft indirekt rüber. Ja, und manchmal ist das durch ein Gleichnis für einige auch besser erklärt. Ansonsten würden sie es nicht verstehen. Ja, es ist wie ein Musterbeispiel. Ja, genau. In Johannes 16, Vers 25 liest man, Diese habe ich euch in Gleichnissen gesagt, es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch rede, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. Das Johannesevangelium ist also Klartext. Es ist ein sehr direktes Zeugnis. Und es ist interessant, dass genau dieses Zeugnis die Pharisäer und jüdischen Führer so aufbrachte. Aber es gibt auch klare Worte zu den Jüngern, zu denen wir noch kommen werden. Wenn wir uns die Struktur des Buches ansehen, Handeln die ersten 13 Kapitel von diesen Dingen, aber vieles davon trug sich im letzten Abschnitt von Jesu Wirken zu. Kapitel 13 bis 17 befassen sich mit den letzten Stunden im Leben Jesu. Ein erheblicher Teil des Buches befasst sich nur mit diesen letzten Stunden. Ja, interessanterweise sagt auch der Geist der Weissagung, dass du täglich eine Stunde mit Nachsinn, über die letzten Stunden Jesu verbringen solltest. Ja, es ist gut, dass wir das tun, stimmt's? Darin sind auch die besonderen Anweisungen, die er an seine ausgewählten Nachfolger gab. Und die übrigen Kapitel befassen sich mit der Kreuzigung, der Auferstehung und Ereignissen vor der Himmelfahrt Jesu. Ein erheblicher Teil davon wurde den Jüngern am letzten Tag gegeben. Zum Ende des Tages. Nachdem Judas gegangen war, sollte keiner von denen, die noch übrig waren, verloren gehen. Es ist doch interessant. Judas ging. Ja. Und die anderen stehen alle im Buch des Lebens. Sie waren diejenigen, die den Frühregen empfangen sollten. Und ich denke, dass es am Ende auch so sein wird. Der Spätregen wird auf die fallen, die vom Judas-Syndrom gereinigt wurden. Als Judas weggegangen war, empfingen die Übrigen den Frühregen. Wenn am Ende der Zeit Judas die Gemeinschaft der Gläubigen verlässt, werden die übrig gebliebenen den Spätregen empfangen. Das war also auch eine Mini-Sichtung. Das war eine Sichtung. Und es ist Gott, der das Unkraut entfernt. Ja, er sagte zu Judas, was du tun willst, das tue er bald. Denn Judas hatte in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen. Gott wusste um diese Entscheidung und hielt ihn nicht davon ab. So ist es. Er wusste, dass er ihn nicht umstimmen würde. Also sagte er zu ihm was immer du tun wirst, tu es bald. Und die Jünger wussten nicht, wovon er sprach. Sie dachten, dass er noch etwas besorgen müsste oder irgend so etwas. Nach dieser Reinigung empfingen sie eine Botschaft, die nur für ihre Ohren bestimmt war. In der ganzen Gemeinschaft war kein Judas mehr. Das wurde nicht zur Volksmenge gepredigt, sondern war zu ihrer Ermutigung. Es sollte sie vorbereiten auf ihre Aufgabe, die Botschaft mit Vollmacht zu verkündigen. Es war eine Information, die sie absonderte und gegen die Irrtümer des Pharisäer und Schriftgelehrten stärkte. Das heißt, dass sie so in der Wahrheit festgesetzt werden mussten, dass sie nicht davon wegbewegt werden konnten. So ist es. Das nennt man Versiegelung, Martin. Ja, Zeit der Versiegelung. Zeit der Versiegelung. In der gleichen Weise müssen wir gegen diese Irrtümer geimpft werden. Jeder Wind der Leere wird wehen und inmitten all dieser Dinge musst du dich an die gut fundierten Anleitungen klammern so ist es ich denke dass wir in dieser zeit leben wir sitzen jetzt gerade beim letzten abendmahl sehr bald wird es eine sichtung geben judas wird aufstehen und den tisch verlassen es gibt menschen die sagen nein die Jünger müssen weggehen und Judas muss bleiben. Stimmt. Aber so ist es nicht. Nein, es ist andersherum. Aus Laodicea gibt es kein Herauskommen. Nein, dort gibt es ein Ausspein. Was du tun willst, geh und tu es schnell. Judas muss gehen. Ja, Judas muss gehen. Wird Judas ein Verkläger der Brüder sein? Oh ja, definitiv. Er mag es vielleicht später bereuen, aber er wird ein Verkläger der Brüder sein. Und er wird die Führer zu dir bringen, damit du verfolgt wirst. Das ist alles eine interessante Typologie. Wir müssen es verstehen. Wir müssen eine Stunde damit zubringen, darüber nachzusinnen. Johannes 17 Vers 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Die den Früherigen empfingen, diese elf Jünger, keiner von ihnen ist verloren gegangen. So steht es da. So ist es, außer der Sohn des Verderbens, das Judas-Prinzip. Er ging weg. Ja. Wir lesen im Geist der Weissagung, was wir erwarten können, wenn wir Johannes studieren. Hier wird Johannes sortiert. Wir müssen das Wort Gottes in dem Wissen studieren, dass Gott direkt zu uns spricht. Ja. Es ist wichtig, dass man beim Lesen daran glaubt dass man Gottes Wort liest. Das ist sehr wichtig. Ich denke, das brachten wir in den vergangenen Folgen ziemlich eindeutig zum Ausdruck, ja. wie wichtig das wahre Wort Gottes ist. Man kann das gar nicht stark genug betonen. Man muss das Vertrauen haben, dass das, was man liest, das Wort Gottes ist. Und man muss darauf vertrauen, dass Gott sein Wort bewahrt hat. Lass uns also dieses Zitat lesen. Nur diejenigen, die die Schrift so lesen, als ob die Stimme Gottes zu ihnen spricht, sind wahre Lernende. Sie zittern vor der Stimme Gottes, denn für sie ist sie eine lebendige Realität. Sie öffnen ihr Verständnis der göttlichen Einleitung und beten um Gnade, damit sie eine Vorbereitung für den Dienst erhalten. Ist der Spätregen eine Vorbereitung für den Dienst? Ja, definitiv. Das ist die Vorbereitung für die allerwichtigste Arbeit, die auf dieser Erde getan werden kann. Wenn die himmlische Fackel in seine Hand gelegt wird, sieht er nach suchende seine eigene Schwachheit und seine eigene Hinfälligkeit. Er nimmt die Hoffnungslosigkeit wahr, wenn er bei sich selbst Gerechtigkeit sucht. Das ist wunderschön ausgedrückt. Das umfasst alle Schriften von Paulus. Es sieht, dass es in ihm nichts gibt, was ihn bei Gott empfehlen könnte. Gehen wir nun zu den frühen Jüngern zurück. Bis zu diesem letzten Abendmahl hatten sie dreieinhalb Jahre Unterricht in der Universität Christi. Und sie waren vollkommen, oder? Nein. Sie waren jämmerlich. Also sind wir vielleicht auch jämmerlich, richtig? Genau. Auf dem Weg zum letzten Abendmahl stritten sie noch darüber, wer der Größte ja, war. Ja, sie stritten darüber, wer zu seiner linken oder rechten sitzen sollte. Richtig. Sie waren von sich eingenommen und hatten ihre Hoffnungslosigkeit und ihre Nichtigkeit noch nicht begriffen. Sie hatten nichts, um sich damit zu empfehlen. Er betet um den Heiligen Geist, den Stellvertreter Christi, doch sein ständiger Führer zu sein, um ihn alle Wahrheit zu leiten. Er wiederholt die Verheißung, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Sie zitiert Johannes 14, Vers 26. So müssen wir an dieses Buch herangehen. Das ist eine finale Anweisung vom Gott des Universums an diejenigen, die ihn repräsentieren werden. Kann es noch wichtiger sein? Unfassbar. Unfassbar. Unglaublich. Hier ist ein anderes Zitat aus dem Review and Herald. Der Wille Gottes in Bezug auf sein Volk ist im 6., 13., 14., 15., 16. und 17. Kapitel von Johannes klar ausgedrückt. Das sind die Abschnitte, in denen er eindringlich zu seinen Jüngern spricht. Dabei gibt er ihnen Anweisungen in Bezug auf das, was für ihre Mission wichtig ist. Und dann kommen die Kapitel, die sich mit der Kreuzigung selbst beschäftigen. Wir müssen also das 6., 13., 14., 15., 16. und 17. Kapitel von Johannes verstehen. Das göttliche Gegenmittel gegen die Sünde der ganzen Welt befindet sich im Johannesevangelium. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, erklärte Christus, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wenn wir also nicht den Charakter Christi verinnerlichen, der sich im Gehorsam gegen alle Forderungen Gottes verkörpert, haben wir die Gelegenheit verpasst. Das bezieht sich auch auf den letzten Tag. Diese Worte, die Jesus dort den Jüngern gab, sind typologisch für uns, die wir auf den letzten Tag zugehen. Deshalb müssen wir das studieren. Er mag sterben, wie Christus starb, aber das Leben des Erlösers ist in ihm. Und sein Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, sagte Christus, und es im Überfluss haben. Es setzte den großartigen Vorgang fort, durch den die Gläubigen im gegenwärtigen Leben mit ihm eins gemacht werden, damit sie mit ihm in der Ewigkeit eins sein können. Weißt du, manche Leute mögen sterben, aber wenn du Christus in dir hast, dann bist du nicht tot, sondern du hast das ewige Leben. Ich dachte neulich an etwas, als Gott sagte: An dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sicherlich sterben verkündigte er damit in Wirklichkeit Gnade. Denn der Teufel hasst diejenigen, die Christus als ihren persönlichen Erlöser angenommen haben und er schadet ihnen. Er verfolgt sie und versucht sie zu vernichten und macht ihnen das Leben zur Hölle. Dieses irdische Leben hat seine Fallen, stimmt's? Und dann wirst du älter und wirst müde, bis du schließlich einmal so alt und müde bist, dass du dir wünschst einzuschlafen. Dann wird der Tod Signal, stimmt's? Und sobald du einmal schläfst, kann dich niemand mehr packen. Niemand kann dich heimsuchen. Niemand kann dich mehr verfolgen. Sie können Wutanfälle bekommen. Sie können hingehen und Wycliffs Knochen ausgraben. Sie zermahlen und verbrennen, sie in einem Blutanfall zu einer Masse vermahlen und in einen Fluss werfen, aber das hilft ihnen nichts. Nein. Denn Wycliffe weiß gar nichts davon. Er hat völligen Frieden und Ruht in Christus, während alle um ihn herum ausflippen. Auch kein Steuereintreiber kann dich mehr packen. Niemand kann dich mehr packen. Genau genommen, es ist eine gnädige Situation. So ist es. Und wenn dann erst der wunderbare Tag der Auferstehung kommt, was für ein Tag wird das sein? Es wird heute solche, die Unwahrheiten als entscheidende Wahrheiten präsentieren werden, ganz wie die Juden menschliche Grundsätze als das Brot des Himmels darstellten. Aussprüche ohne Werte werden dem Volk Gottes als seinem Anteil an Fleisch gegeben, während Seelen nach dem Brot des Lebens hungern. Fabeln wurden ersonnen und Menschen versuchen, diese Fabeln ins Netz hineinzuweben. Die das tun, werden eines Tages ihr Tun so sehen, wie es von himmlischen Wesen gesehen wird. Sie wählen Holz, Heu und Stroh als Fundament, wenn ihnen doch das Wort Gottes mit all seinem Reichtum und seiner Kraft zur Verfügung steht, von dem sie kostbare Schätze der Wahrheit sammeln können. Wie wichtig ist diese Aussage für die Zeit, in der wir leben? Absolut wichtig. Wie viele Unwahrheiten haben wir? Wie viele Winde der Leere wehen, sogar in der Kirche? Und wenn man sich da nicht an das Wort Gottes klammert, steht man auf und geht. So ist es. Aber Judas war derjenige, der Aufstand und ging. Hier ist eine weitere Aussage aus dem Review and Herald. Die Nahrung, die für die Herde Gottes gerade zubereitet wird, wird spirituelle Auszerrung, Verfall und Tod verursachen. Wenn diejenigen, die bekennen, dass sie der gegenwärtigen Wahrheit glauben, zu Sinnen kommen, wenn sie das Wort Gottes so annehmen, wie es geschrieben steht, wenn sie nicht versuchen, die Schrift zu verdrehen, werden sie aus dem Schatzhaus des Herzens neue und alte Dinge hervorbringen, um sich selbst und jene, für die sie arbeiten, zu stärken. Wir müssen aufs Wort gegründete Christen sein. Es gibt solche, die nicht nur in ihrem Herzen, sondern mit all ihren Werken sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. Das ist ein weiteres großes Problem, stimmt's? Denke daran, dass es der böse Knecht ist, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Bei Christi kommen schon lange vorhergesagt wurde, schlussfolgern Sie, dass diesbezüglich ein Fehler vorliegt. Doch der Herr sagt, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an dem Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen. Sie wird sich nicht über die Zeit hinauszögern wenn die Botschaft allen Nationen, Sprachen und Völkern gebracht wurde. Sollen wir, die wir beanspruchen, die Prophetie zu studieren, vergessen, dass Gottes Langmut mit dem gottlosen Teil des großen und gnädigen Planes ist, durch den er danach strebt, die Rettung der Seelen zu steuern? Sollten wir unter denen gefunden werden, die aufgehört haben, mit Gott zusammenzuarbeiten, um dabei vorgefunden werden, wie sie sagen, mein Herr kommt noch lange nicht? Martin, ich hoffe, dass wir nicht in diese Falle tappen sondern dass wir weiterhin sagen, er kommt, ja, er kommt. Er steht vor der Tür, vor der Tür. Ja, und deshalb brauchen wir eine Ausgewogenheit. Wir brauchen eine Balance zwischen dem, was in der Welt geschieht. Wir sind an der Tür. Und auch der Frage nach dem, was unsere geistige Festung ist, die wir brauchen, wenn er vor der Tür ist. Ganz genau. Ich denke, es ist an der Zeit, ins Johannesevangelium einzutauchen. Stimmt's? Ja, in diese Kapitel, die uns zum Studium ans Herz gelegt wurden. Ja, lass uns nur kurz auch durch einige andere gehen. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, sehen wir sofort Johannes großes Anliegen. Es beginnt, wie wir schon einige Male sagten, mit: im Anfang. Welches andere Buch fängt auch so an, Martin? Erster Mose. Erster Mose. Ich liebe einfach diese kleinen Verbindungen, die wir da finden. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dann geht es um das Zeugnis, und dieses Zeugnis war Johannes der Täufer, der Zeugnis ablegte. In Vers 11, der übrigens einen neuen Absatz einleitet, heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Lass uns also nicht überheblich sein. Wir sind gerettet, weil Gott uns ruft. Denn wir sind alle in die Irre gegangen. Und Gott ist derjenige, der uns zurückruft. Ruhm und Ehre sind allein bei ihm. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das schreibt Johannes, einer der Donnersöhne. Was veränderte ihn? Nur Jesus konnte das. Okay, er sah seine Herrlichkeit. Ja, die Göttlichkeit Jesu. Er sah, dass Jesus Gott war. Er sah, dass er Gott war. Aber was sah er? Sei er ein herrlich strahlendes Wesen? Ja, einmal sah er es. Bei der Verklärung. Da sah er das herrlich strahlende Wesen. Aber was sah er, bevor er das herrlich strahlende Wesen sah und bevor sein Charakter verändert wurde? Was nahm er da wahr? Er sah einen Mann, der eine ärmliche Herkunft hatte. Er sah eine bescheidene Person. Er sah eine freundliche Person. Er sah einen sanften Menschen. Er sah einen Menschen, der enorme Geduld hatte. Er sah eine leidende Person. Er sah, wie jener mit seinem Leid umging. Er wunderte sich und dachte nach einer Weile bei sich, ich wünschte, ich könnte so sein. Ich bin ein Donnersohn. Und ich wünschte mir, ich könnte so sein. Was er sah, war der Charakter Christi. So ist es. Er sah auch die Demut. Denn wenn du ein Donnersohn bist, ist Demut nicht deine große Tugend? Du bist gleich aufbrausend und kochst schnell über. Ich, ich kann das nachempfinden. Im Rückblick. Hast du einen kurzen Geduldsfaden, Martin? So kurz wie ich klein bin. Gab der Herr dir eine Frau, um den kurzen Geduldsfaden aus der Welt zu schaffen? Ja, er gab mir einen Blitzableiter. <laughs> Für so eine arme Frau. Und dann heißt es, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Wer war älter, Johannes oder Jesus? Johannes war sechs Monate älter. Stimmt, er war sechs Monate älter und doch sagte er, Jesus war vor ihm. Also muss er doch etwas erkannt haben, oder? Ja. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Im Grunde sagt er, das Gesetz, die Bücher von Moses, der Pentateuch, schattet Jesus vorher. Und das, was er für uns tun würde, aber die Realität, dessen Wesen manifestierte sich in Jesus Christus. Wunderschön, nicht wahr? Im Grunde befasst sich Kapitel 1 damit, wer Christus ist, dass er Gott ist. Wenn wir zu Vers 35 springen, steht hier, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, ziehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprangen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer. Wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas der Bruder des Simon Petrus war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und so geht es weiter. Der findet jenen und jener einen anderen und dieser beiden finden schließlich einen weiteren. Einer fand Nathanael und so kam einer nach dem anderen durch das Zeugnis, was einige sahen, durch das, was Johannes gesehen hatte, so kamen sie zu Christus. Und alles, was Jesus sagt, ist: kommt und seht. Er erzählt ihnen nichts. Nein. Kommt und seht selbst. Kommt und sieht selbst, worum es geht. Das ist das Anliegen von Kapitel 1. Wir wollen zu den Anweisungen kommen, die für unsere Zeit wichtig sind. Also werden wir nicht Vers für Vers von Johannes durchgehen. In Kapitel 2 haben wir die Reinigung, die Verwandlung von Wasser zu Wein. Darüber haben wir schon gesprochen. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, dass die wahre Reinigung durch das Blut des Lammes kommt. Kapitel 3? Kapitel 3 befasst sich mit Nikodemus und damit, dass man wiedergeboren werden muss. Man muss geistige Einsicht erhalten. Diese Unterhaltung ist faszinierend. Sie befasst sich mit so vielen Aspekten. Sie befasst sich damit, wer Jesus ist. Sehen wir uns einfach Vers 7 an, da steht, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Es muss eine spirituelle Geburt stattfinden. Wenn wir zu Vers 14 springen, sagt Jesus, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das war ein wichtiger Hinweis. Und Nikodemus verinnerlichte das. Als die Kreuzigung stattfand, verstand er, dass Christus für uns zur Sünde gemacht wurde. Die Jünger liefen weg, aber Nikodemus erinnerte sich an diese Aussage von Jesus. Es folgen noch wichtige Lektionen, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Vers 16. Denn so hat Gott die Welt gelebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das sind wahrscheinlich die bekanntesten Verse des ganzen Johannes-Evangeliums. Vielleicht sogar der ganzen Bibel. Nun, es ist die Zusammenfassung des ganzen Charakter Gottes in der Bibel. Es ist der Unterschied der wahren Religion zur falschen Religion. Mhm. Jede Religion, die das nicht annimmt, hat ein falsches Konzept vom Charakter Gottes. Was traurig ist. So ist es. Nachdem wir gelesen haben, was Jesus Nikodemus sagte, und das ist so wichtig, denn in Vers 18 sagt er zu Nikodemus, Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das hat mit dem Charakter zu tun. Der Name hat mit dem Charakter zu tun. Dann hat man keine Vorstellung, kein Konzept, worum es bei Gott geht, wenn man Jesus nicht versteht. Das ist das Anliegen von Johannes. Der Donnersohn, der Jesus ansieht und begreift, dass seinem eigenen Charakter so viel fehlt. Wie du sagtest, ist es wichtig zu erkennen, dass er über den Charakter und nicht über die Aussprache seines Namens spricht. Nun, Jesus sagt diese Dinge. Ja, denn wenn man das hier im Johannesevangelium liest, sind die Worte rot gedruckt. Hier spricht Jesus. Lass uns einen weiteren Zeugen finden. Wenden wir uns Johannes zu und springen zu Vers 22 und 23. In meiner Bibel sind sie fett gedruckt. Das heißt, hier ist ein neuer Abschnitt. Vers 22. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon. Nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war, und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Interessanterweise steht in Vers 25, der wieder einen neuen Abschnitt markiert: Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Das ist interessant. Denn Jesus hatte gerade Nikodemus erklärt, wie man reinigt. Ihr müsst vom Neuen geboren werden. Und die Reinigung ist nicht etwas, was man durch seine rituellen Anstrengungen vollzieht, sondern durch das Blut Christi. Diese Streitfrage taucht auf und sie fragen Johannes um Rat. Johannes geht nicht ins Detail, was sie tun müssen und wie oft sie sich waschen müssen und dergleichen. Doch er gibt in der Vollmacht des Heiligen Geistes Zeugnis und sagt in Vers 30, wobei er sich auf Christus bezieht. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allem. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Es ist interessant, dass Johannes hier sagt, dass Jesus vom Himmel ist und dass er über allem ist und völlig über die Gottheit Bescheid weiß, denn er selbst ist Gott. Und dann sagt er, dass niemand sein Zeugnis annimmt. Wenn der Geist dich nicht überzeugt, wirst du nicht dahin kommen. Stimmt. Du musst zum Neuen geboren werden. Genau. Ich möchte nur erwähnen, dass wir hier nicht verwirrt werden dürfen. Der Johannes, der hier spricht, ist Johannes der Täufer. Ja, es ist nicht der Johannes, der das Evangelium schrieb. Das ist richtig. Hier spricht nicht der Johannes, der das Evangelium schrieb, sondern er zitierte Johannes den Täufer. Denke daran, dass sie Jünger von Johannes dem Täufer waren. Hier sagt Johannes etwas sehr Interessantes, wenn wir lesen, was ab Vers 34 steht. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist ein machtvolles Zeugnis von Johannes dem Täufer. Denn er stellt heraus, wie wichtig es ist, Glauben zu haben, ohne dass man es sieht. Sofort nach dieser Unterhaltung in Kapitel 3, in dem man das Zeugnis von Jesus an Nikodemus hat, und indem man die Bestätigung dieses Zeugnis durch Johannes den Täufer hat, hat man in Kapitel 4 die Frau am Brunnen in Samaria. Man bewegt sich also von Gottes Volk und deren Repräsentanten, nämlich Nikodemus und jenen, die den Worten Johannes des Täufers zuhörten zu den verachteten Samaritern. Die Geschichte steht im Johannesevangelium, um zu zeigen, dass Jesus die Person nicht ansieht. Anders als das, was die Juden gemacht hätten, handelt die nächste Geschichte von dieser Frau. Und eine Frau ist typologisch ein Symbol für die Kirche. Also schließt Gottes Kirche die ganze Menschheit ein, sogar die verachteten Samariter. Als diese Frau Jesus als Messias erkannte, rannte sie in ihre Stadt und sagte, kommt und seht einen Mann, der mir alles über mich erzählte. Ein Mann, der der Messias ist. Sie hatte keinerlei Zweifel. Das zeigt einfach, wie allumfassend Gottes Liebe ist. Ja, ich denke, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass Jesus offen sagt, dass er der Messias ist. Das ist unglaublich. Er sagt es nicht zu Nikodemus. Er sagt es auch nicht niemand anderem. Er sagt es einer samaritanischen Frau. Er sagt es denen nicht, die es letztlich wissen sollten. Stimmt. Dann heißt es hier in Vers 25 und 26, die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unfassbar. Zu einer Samariterin sagt er: Ich bin der Messias. Was sagt uns das über Evangelisation? Dass man nicht zurückhalten muss. Man muss in die Welt gehen, die nicht zum Messias weiß, zu denen, die dieses Wort nicht haben, und ihnen sagen: Jesus ist der Messias. Das muss man ihnen sagen. Martin, es muss noch ein großes Werk unternommen werden, denn der größte Teil der Menschheit verneint, dass Christus der Messias ist. Springen wir ins Kapitel 5. In Kapitel 5 haben wir diese interessante Geschichte, die sich am Teich Bethesda ereignet, wo dieser lahme, machtlose Mann schon seit 38 Jahren lag. Das ist eine sehr interessante Zeitspanne, denn diese 38 Jahre stehen für das Umherziehen der Kinder Israels in der Wüste. Als sie, nachdem sie nach Kana angekommen waren, wieder umkehren mussten. Sie hätten hineinkommen können, aber sie betraten es nicht. Sie wanderten ja 40 Jahre lang, aber zwei davon waren schon vergangen. Aber sie wurden für weitere 38 Jahre zurückgeschickt, weil sie nicht glaubten. Weil sie ihren Aberglauben hatten und Gottes Wort nicht vollständig vertrauten. Hier war also dieser machtlose Mann, der die ganze Zeit hier gelegen hatte. Er war ein Symbol für die ungläubigen, umherwanderten Juden, die sich in dieser trostlosen Wüstenerfahrung befanden. Er lag nun an diesem Teich. Sie glaubten, dass das Wasser sich bewegen würde, wenn ein Engel herabkam. Sie hatten diesen Aberglauben. Jesus spricht ihn an und fragt: Willst du gesund werden? Und der Mann sagt: Ich habe niemanden. Das ist eine ziemlich traurige Aussage, stimmt's? Ich habe niemanden. All die anderen Heiligen, wie sie sich selbst sahen, waren doch da. Doch keiner half ihm. Keiner half ihm. Er hatte niemanden. Gott stellt die Dinge richtig. Und es war an einem Sabbat. Das entzürnte die Juden. Das begründete den Streit zwischen wahrer Anbetung und falscher Anbetung. Steckt darin für uns heute auch eine Lektion? Oh, definitiv. Gibt es Rituale in der Welt, bei denen man glaubt, dass gewisse Dinge passieren werden, wenn man ganz bestimmte Dinge tut? Wenn man Rituale vollzieht. Ja, wenn man Rituale vollzieht. Oder man zu einem bestimmten Glaubensheiler geht und man vertraut darauf, oder wenn man nur zu einem bestimmten Ort gehen kann, wie Lourdes oder wo auch immer, ist dort die Wahrscheinlichkeit, dass man geheilt werden kann, umso viel größer, als wenn man zu Hause geblieben wäre. Wie lächerlich. Ist Gott nicht überall? Muss man eine Pilgerreise zu einem bestimmten Fleck unternehmen, um seine Gnade zu finden? Nein. Das ist eine falsche Religion. Jesus spricht hier in Kapitel 5 also falsche Religion an. Diese Heiligung am Teich Bethesda, die wir hier haben, war ein sehr entscheidender Moment. Denn das schuf nicht nur eine Möglichkeit zur Aufklärung, sondern aus dem Konflikt heraus, der zwischen Jesus und den Pharisäern entstand, Wurde ihnen die Wahrheit präsentiert und sie konnten sie entweder annehmen oder ablehnen. Ja. Immerhin hatte es sich ein großes Wunder ereignet. Er hatte einen Zeugen. Dir geschahen, wie du schon erwähnt hast, so viele Dinge gleichzeitig. Jesus stand zwischen diesem Menschen und dem Teich. Er schaute den Teich nicht einmal an. Ja. ja, er schaute nicht einmal zum Teich hin. Er ignorierte den Teich, denn der Teich war ein abergläubisches Glaubenssystem, das sie angenommen hatten und das die Macht Gottes verleugnete und das sich auf menschliche Stärke verließ, um in diesen Teich zu kriechen. Er zeigt, ich bin der Heiler. Sieh mich an. Ja. Und zweitens machte er es am Sabbat, ja. um ihnen zu zeigen, dass er Heiler und Herr des Sabbats ist. Richtig. Deshalb heißt es in Vers 16, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Dann brachte er sie sehr auf, weil er zu ihnen sagte, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott, seinen eigenen Vater, nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Sie verstanden nur zu gut, was er sagte, dass er Gott war. Ja, kann man jetzt sagen, dass er das Gesetz brach, dass er das Sabbatgebot brach? Wie kann er den Sabbat brechen, wenn... Er Herr des Sabbats ist. Er brach es nicht, aber laut Ihnen brach er es. Ja, gemäß ihren menschlichen Vorschriften. Wird es einen ähnlichen Fall geben? Genau, darauf wollte ich hinaus. Wird es ein menschliches Gesetz geben, das Gottes Gesetz widerspricht und das so wertgeachtet ist, dass über jemanden die Todesstrafe verhängt wird, der das menschliche Gesetz nicht hält? Ja. Wir steuern auf die gleiche Situation zu Martin. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Sie haben die gleiche Macht. Sie haben die gleiche Autorität. Sie haben die gleiche Geisteshaltung. Dann fährt er fort. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Jetzt spricht er über die Werke. Sie wurden gerade Zeugen eines enormen Wunders. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Man kann nur durch Christus zum Vater kommen. Und nur in Christus lässt sich der Vater verstehen. Wenn du den Sohn siehst, hast du den Vater gesehen. Er fährt fort und sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist zum Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hier ist eine theologische Predigt über die Erlösung. So ist es. Und wem hält er sie? Den Führern. Den Führern. Ja. Diese Konfrontation wurde herbeigeführt, um den Juden und den Führern eine theologische Realität und einen Diskurs zu bringen. Wie würden sie reagieren? Erbost. Rasend. Dann bekräftigt er. Dass er die Auferstehung und das Leben ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden, leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Der Sohn des Menschen ist ein Titel, den man im Buch Daniel findet. Ich sah einen, der einem Sohn des Menschen glich, der zu dem kam, der uralt war. Das ist eine Gerichtsszene, die im Himmel stattfindet. Diese beiden Titel, Sohn des Menschen und Sohn Gottes, ist einzig für Christus. So ist es. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Er gibt ihnen theologischen Unterricht, und er erzürnt die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung glauben. Das stimmt, damit hat er alle getroffen. Nun gut, haben wir heute ähnliche Religionen? Sie mögen vielleicht nicht an eine Auferstehung glauben, aber sie glauben an eine Reinkarnation. Hier hat man Theologie vom Feinsten. Sie erklärt uns die Stellung des Sohnes. Sie sagt uns, dass alles Gericht dem Sohn übergeben ist. Sie sagt uns, dass die Kraft der Auferstehung in seinem Wort liegt. Dass er sie am jüngsten Tag auferwecken wird und dass es zwei Auferstehungen gibt. An dieser Stelle wird uns nicht gezeigt, dass sie tausend Jahre auseinander liegen, aber später dann im Buch Offenbarung, damit wir das ebenfalls verstehen. Martin, wenn wir Vers 31 lesen, steht da: Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig, weil man mehr als einen Zeugen braucht. Stimmt's? Das ist jetzt sehr wichtig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, dass er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Er hatte gerade ein mächtiges Wunder gewirkt. Er legte ihnen Zeugnis von sich selbst ab und sagt, okay, ihr wollt mein Zeugnis nicht annehmen, dass ich der Weg bin, die Wahrheit und das Leben bin. Mir steht die Vollmacht zur Auferstehung zur Verfügung, denn ich und der Vater sind eins. Wir sind Gott. Sie hatten gerade begriffen, dass er das gesagt hatte. Jetzt bringt er das Zeugnis von Johannes hinzu. Er sagt, Johannes bezeugte diese Dinge. Dann sagte Jesus in Vers 36, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe. Eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Hier hat man einen weiteren Zeugen. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht beleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Martin, er sagt, dass es eine Reihe von Zeugen gibt, die die Tatsache bezeugen, dass er derjenige ist, der er zu sein beansprucht. Erst spricht er über sich selbst. Okay, ihr sagt, dieses Zeugnis gilt nicht, weil ich von mir selbst Zeugnis ablege. Aber was ist mit Johannes? Ja, es gefiel euch, in seinem Licht zu sein. Er bezeugte genau dasselbe aber jetzt glaubt ihr ihm nicht ja weil ihr mir nicht glaubt siehe das lamm gottes dann sagt er und was ist mit den werken die werke bezeugen dass ich derjenige bin der ich zu sein beanspruche habt ihr jemals einen lamen gesehen der aufsteht und geht nur durch mein wort am Sabbattag, den ihr bestreitet und sagt, ich wäre deswegen ein Gesetzesbrecher, während ich euch zeige, dass ich der Herr des Sabbats bin. Ich bin euer Schöpfer. Und ihr haltet den Sabbat, weil ich sage, dass ich die Erde, den Himmel und alles, was darin ist, in sechs Tagen schuf. Hm? Aber ihr wollt mich nicht als den Schöpfergott anerkennen, wenn ich jemanden Leben gebe, der gewissermaßen seit 38 Jahren tot ist? Und dann sagt er, dass der Vater es bezeugte. Wo bezeugte es, der Vater? Bei der Taufe. Bei der Taufe. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Menschen hörten ihn. Es gab also ein Zeugnis vom Himmel. Es gab einen Zeugen auf der Erde, Johannes, der Täufer, und die Werke bezeugen es. Dann sagt er in Vers 39, Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist, die von mir zeugt. Es gibt also vier Zeugen. Ja. Johannes bezeugte es, die Werke bezeugten es, der Vater bezeugte es und die Schrift bezeugte es. Zu dieser Frage besteht kein Zweifel. Martin, Nachdem wir jetzt die Grundlagen für die Botschaft gelegt haben, die an Gottes Volk gehen soll, um sie auf den Spätregen vorzubereiten, der in der Botschaft an die Jünger eingeschlossen ist, die den Frühregen erhalten sollten, denke ich, dass wir jetzt eine Pause machen und das in einer anderen Folge behandeln sollten. Wir setzen das später fort. Danke, lass uns das machen. Würdest du noch für uns beten? Ja. Himmlischer Vater, der Reichtum und die Schönheit des Johannesevangeliums, das diese vier großen Zeugen hat, die die Wahrheit bezeugen und zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal das Zeugnis der Jünger beinhaltet, stimmt darauf ein, was noch kommt. stage for what is coming. Mögen wir doch diese Worte verinnerlichen, sie uns zu eigen machen, sie von ganzem Herzen und ganzem Verstand glauben, denn das Zeugnis ist aufgrund der Zeugen wahr. Und mögen wir doch bereit sein, wenn die Zeit kommt und dieser finale Konflikt stattfindet. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen, Amen. Amen.